Herzlich willkommen auf dem Truppenübungsplatz Klietz. Ich bin Stabsbefehl der Infrastrukturfeldwebel hier auf dem Platz und der Umweltschutzbearbeiter. Wir werden uns einige interessante Stellen hier anschauen und dann werden wir sehen, dass der Umweltschutz und die Übungsplatznutzung sich gut miteinander vereinbaren lassen. Hier befinden wir uns auf der Binnendüne. Das Gelände ist gekennzeichnet durch Sandtrockenrasen und Sandheiden. Und das Gelände ist auch nur in diesem Zustand, weil es der militärischen Übung unterliegt und durch gezielte Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen der Geländebetreuung so gepflegt wird. Sonst würde es zuwachsen. Die Binnendüne gehört auch zu den besonders wertvollen und gefährdeten Lebensräumen in Deutschland, die es so nur noch häufig auf Bundeswehrtruppenübungsplätzen gibt. Als erstes entstehen immer sogenannte Pionierpflanzen. Zu den aufgezeigten Pionierpflanzen gehören Gräser, Moose und Flechtengewächse. Hier auf dem Truppenübungsplatz Klietz finden wir beste Bedingungen für Flora und Fauna. Dadurch, dass wir keinen Tourismus haben, keine Fahrradtouristen, keine Waldspaziergänger, ist sich hier die Natur relativ selbst überlassen. Viel wichtiger ist aber noch, dass wir keine Pestizide und keine Düngemittel einsetzen auf dem Truppenübungsplatz, sodass sich eine einzigartige Flora und Fauna entwickeln kann, die außerhalb von Truppenübungsplätzen so gar nicht mehr vorkommt. Hier befinden wir uns an einem alten NVA-Bunker, der so in seiner bestehenden Infrastruktur nicht mehr für uns als Ausbildungsanlage genutzt werden kann. Anstatt diesen Bunker wegzureißen, haben wir mit einfachsten Mitteln, mit Lochziegeln, mit Betonsteinen, diesen ein bisschen aufgewertet, sodass hier ein Fledermaus-Habitat entstanden ist. Die Übungsplätze waren noch die ersten Rückzugsgebiete der Wölfe und auch diese sind vereinzelt hier auf dem Truppenübungsplatz Klietz zu finden und neben dem Wolf reguliert natürlich auch die Jagd den Wildbestand hier auf dem Übungsplatz. Abseits des Schieß- und Übungsbetriebes haben wir auch hier auf dem Truppenübungsplatz noch eine sogenannte Streuobstwiese. Die Streuobstwiese besteht aus alten Obstbäumen, vorrangig alte Sorten, die nicht geerntet werden. Am Rande der Streuobstwiese haben wir mit Totholz noch einen sogenannten Streifen angelegt, um das ganze Areal so ein bisschen einzugrenzen. Und hier finden vorrangig viele Vögel Nahrung in Form von Insekten. Im Hintergrund sehen Sie die sogenannte Breaching-Anlage, die zum Sprengen von Türen, Fenstern und Deckenelementen dient. In
Zuge dieser Baumaßnahme haben wir sogenannte Lebendfallen aufgestellt, weil hier die Zauneidechse nachgewiesen worden ist, haben parallel dazu Ersatzhabitate geschaffen und haben dann die Eidechsen umgesiedelt. Der Truppenübungsplatz Klietz hat die drittgrößte Heidefläche in Sachsen-Anhalt und auch die zehntgrößte zusammenhängende Heidefläche Deutschlands. Die Flächen werden aber nur durch den ständigen militärischen Übungsbetrieb so offen gehalten. Durch diese offenen Heideflächen haben wir hier auf dem Übungsplatz eine große Insektenvielfalt. Die wiederum bietet die Nahrungsgrundlage für verschiedene Vogelarten. Insbesondere für den Wiederhopf, den Ziegenmelker, den Raubwürger und den Brachpieper. Wenn wir hier auf dem Übungsplatz schießen, kommt es hin und wieder vor, dass Brände entstehen. Diese haben auch einen Vorteil, und zwar, dass sich die Heide verjüngt und kleine Bäume nicht aufwachsen können. So wird alles schön niedrig gehalten und das Offenland bleibt im Bestand. Passiert das nicht durch den Schieß- und Übungsbetrieb, greifen wir als Kommandatur ein und führen durch ein sogenanntes kontrolliertes Flämmen. Alles in Aufsicht immer mit der Truppenübungsplatz Feuerwehr, und so halten wir dann hier auch den Bestand klein. Charakteristisch für den Truppenübungsplatz Klietz sind natürlich die Gewässer. Hier haben wir zum einen im Osten die Havel und im Westen die Elbe. Wir stehen gerade an der Havel und hier sieht man schön die Flutwiesen, die Auenlandschaften und das Gewässer selbst. Hier in der Havel haben wir Natura 2000 Schutzgebiet und es findet quasi keine Binnenschifffahrt statt und gewerbliche Nutzung. Dadurch kann sich die Natur in diesem Bereich frei entfalten, ohne dass der Mensch hier in den Lebensraum eingreift. Das ganze Mosaik der verschiedenen Biotope ist hier auf dem Truppenübungsplatz sehr gut dargestellt. Wir haben zum einen die Freiflächen, wir haben zusammenhängende Waldflächen und wir haben ganz markant Feuchtgebiete. Und diese Symbiose aus den verschiedenen Biotopen bietet ganz vielen Pflanzen und Tieren Lebensraum hier auf dem Übungsplatz. Der Wiederhopf, der braucht genau das, offene Flächen und Waldgebiete.